Hallo, liebe Freunde des gepflegten Wirtschaftssimulationsspielspaßes und willkommen zurück zu Airport CEO in unserer zweiten Folge. Wir sind jetzt gerade dabei, hier zu warten, dass 5 Flugzeuge ankommen und dass wir hier die erste Bedingung erfüllt haben für die allgemeine Luftfahrt. I don't know, wir gucken mal, wie es jetzt hier weitergeht. Wobei jetzt hier steht tagsüber, ich meine, wir sind jetzt mitten in der Nacht, es ist 23.30 Uhr fast. Da kommt das 5. Flugzeug. Jetzt haben wir auch die Bedingung erfüllt. Alles klar. Mach dich bereit, Flüge der allgemeinen Luftfahrt landen zu lassen. Wenn Tiere die Startlandebahn betreten, können sie Schäden an Flugzeugen verursachen oder zu Staus auf den Rollwegen führen. Zäune deinen Flughafen ein, um dies zu vermeiden. Okay. Das heißt, wir sollen jetzt hier Flugzeuginfrastruktur. Ach nee, hier, Terminal. Und dann Zaun. Alles klar. Huch, das ist ein bisschen schnell. Geh mal weg. So, zack. Bauen wir dort erstmal einen Zaun. Platziere mindestens ein Zauntor, damit Bauarbeiter bestimmte Bereiche deines Flughafens leichter passieren. Okay. Zauntor. Strukturposition ungünstig. Ah. Kann man das drehen? Mit R kann man das drehen. Perfekt. Dann Sicherheitszone. Machen wir hier ein Tor. Und wir machen mal da ein Tor. Und wir machen mal da ein Tor. Ist da jetzt auch wirklich ein Tor? Sieht ja noch aus. So, die müssten jetzt anfangen, die Zäune zu bauen. Wir ziehen mal hier den Zaun rüber. Sehr gut. Wir ziehen mal da den Zaun rüber. Wir lassen das aber mal offen. Das sollte schon verhindern, dass da Tiere drauflaufen. So, platziere einen Flugzeugkontrollpunkt, um öffentliche Straßen und Vorfeldstraßen zu verbinden. Platziere einen Fahrzeugkontrollpunkt. Den finde ich hier. Und dann hier. Okay. Fahrzeugkontrolle ermöglicht es Fahrzeugen auf das Rollfeld zu gelangen. Außerdem wird sie über den Transit zwischen öffentlichen Straßen und Servicestraßen verwendet. Okay. Ah ja. Kann man das jetzt so hier anschließen? Oder kann man das hier anschließen? Vermutlich müssen wir das einmal drehen. Irgendwie so. Ist nicht so ganz klar. Wie das jetzt gebaut werden soll. Ich mach das mal so. Was steht da jetzt? Kein Welteingangstunnel. Was? Diese Fahrzeugkontrolle ist von keinem Welteingangstunnel aus zugänglich. Das ist, glaube ich, sehr. Ah, ziehe die Vorfeldstraße und verbinde den Fahrzeugkontrollpunkt mit deinen Parkpositionen. Okay, wir reißen das nochmal ab. Wo ist der Bulldozer? Hier, zack. Und setzen das Ganze mal... Ja, jetzt sind wir wieder hier zurückgesprungen. So. Fahrzeugkontrolle hier. Er will, dass wir das quasi dahin setzen. Oder dahin. Na gut, die Arbeiter sind jetzt eh beschäftigt. Wir warten mal, bis die das Ding hier gebaut haben. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, was diese 4 roten Felder zu bedeuten haben. Wusstest du schon, die Fahrzeugkontrolle ermöglicht es Fahrzeugen von öffentlichen Straßen auf die Vorfeldstraßen zu gelangen. Du kannst 2 Arten Treibstoff anbieten. Okay, der Treibstoff hat jetzt, also die Information hat wirklich gar nichts jetzt damit zu tun. So, die Bauarbeiter. Achso, die sind jetzt hier gerade wunderbar mit dem Zaun beschäftigt. Das wird noch eine Weile dauern. Wir spulen mal ein bisschen vor. Wir machen nur noch 135 minus. Ich würde mal sagen, wir holen uns wieder ein paar Bauarbeiter dazu. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Das ist schön, so die Zeitarbeiter wieder rein und rauszuschmeißen.
der Zwischenzeit wieder einen Schluck aus der CEO-Flughafentasse. Da kommt das nächste Flugzeug. Ja, wir machen jetzt sogar leichten. Okay, ich nehme es zurück. Wir haben kurzzeitig leicht Plus gemacht. So, wir könnten auch mal noch... wo war das jetzt mit dem Tor? Ach, das war hier. Zauntor. So. So, da kommt das Material. Und jetzt fangen die Kollegen hier an zu bauen. So, die bauen das jetzt. Hier muss höchstwahrscheinlich noch eine Straße gebaut werden. Infrastruktur, öffentliche Straße. So, und hier möchte er jetzt eine luftseitige Straße. Die müssen wir jetzt höchstwahrscheinlich hier auf der anderen Seite bauen. So. Und dann höchstwahrscheinlich... So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier ist um... Nice. Okay, alles klar. Verstehe. Die fangen jetzt hier an, ganz toll die Straße zu bauen. Das gefällt mir. Und jetzt haben wir schon die nächste Aufgabe. Platziere eine Fahrzeughalle oder einen Parkplatz für Vorfeldfahrzeuge. Dafür müssen wir hier rein und... Nee, hier, genau. Ein Fahrzeugdepot, das müssen wir auch wieder anschließen an die entsprechende Vorfeldstraße. Das könnten wir jetzt zum Beispiel hier machen. So, das müsste dann auch gebaut werden. Und wir machen mittlerweile, 10.000 Minus pro Tag. Das ist ganz schön viel. Vielleicht sollten wir mal noch ein paar Parkpositionen bauen, damit wir mehr Flugzeuge bekommen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir hier die Vorfeldstraße haben. Dann bauen wir die Parkposition doch einfach mal hier. So, da müssen wir natürlich auch noch Rollwege bauen. Fundament, Rollwege hier. Zack. Zack. Sehr schön. Ach, guck mal, warum war das auf einmal so viel? Weil wir bestimmt eine Struktur gekauft haben und dadurch, Platzieren Sie ein kleines AV, Aviation Gas, 100 LL, Treibstofflager und warten Sie, bis alle Strukturen gebaut sind. Das finden wir auch in dem Menü und dann unter hier, Treibstofflager. Und das sollen wir hier daneben bauen und das müssen wir auch so daran setzen. Alles klar. Höchstwahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, das alles eins zurückzusetzen, damit wir hier auch noch Parkpositionen bauen können. Aber gut, ist jetzt halt so. Jetzt müssen wir warten, bis das gebaut ist. Können wir hier noch irgendwas machen? Parkplatzkapazität 20, verfügbare Parkplätze von 20. Abstellbare Fahrzeuge. Okay, das sind noch keine Fahrzeuge. Müssen wir die auch noch extra kaufen? Werden wir gleich mal sehen. Unsere Bewertung ist eigentlich recht gut hier. 70% für allgemeine... Problem ist bloß, dass die Flugzeuge immer noch nicht betankt werden können. So, kaufe einen... Treibstofflaster. Dafür müssen wir in die Vehicles und also hier in unserer Dashboard, Fahrzeuge, kaufe neue Produkte wie Fahrzeuge, Systeme und Upgrades. Und dann einen Fjord, keinen Ford, sondern einen Fjord, Tanklaster, Afgas 100 LL, jetzt bestellen. Der Fjord-Tanklaster kann alle Flugzeuge betanken, die Afgas 100 LL Flugzeugtreibstoff verwenden. Er ist langsam und ineffektiv, aber günstig im Betrieb. So, das haben wir gemacht. Afgas-Laster können keinen Jet A1 Treibstoff transportieren. Flüge bestellen Abfertigungsdienstleistungen, sobald sie landen. Bereits geparkte Flugzeuge bestellen keine Betankungsdienste mehr. Okay, ein neues Produkt ist angekommen. Sehr schön. Du musst einen Vertrag mit einem Treibstoffanbieter unterzeichnen. Unter Wirtschaft und Verträge. Wirtschaft. Angebotene Verträge. Und jetzt können wir uns quasi hier filtern nach, sag ich mal.
Kerosinzulieferer. Können wir uns das auch so mal Zipfuel, Nature Fuel oder Avi Fuel? Und Avi Fuel hat hier die besten Bewertungen. Da kriegt man noch leider keine richtigen Informationen, was jetzt diese Bewertungsstandards genau bedeuten. Also ist der Treibstoff billig? Ist der Treibstoff billig und schlecht? Oder ist der Treibstoff billig und nur billig? Also es ist, die Information ist hier ein bisschen dünn. Wir nehmen natürlich den 3-Sterne-Treibstoff. So, betreibe den Betankungsdienst. Warte, bis der Treibstoffanbieter deinen Treibstofflager aufgefüllt hat. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Und jetzt müssen wir mal warten, bis hier Treibstoff ankommt. Warte, hier fehlen doch noch Straßen. Warum sind die nicht gebaut worden? Muss ich die selber bauen? Ach nee, anscheinend fährt er da über die Wiese. Ist das ein Bug? Oder muss man da noch irgendwie Straße hinbauen? Infrastruktur und Transportwesen. Einbahnstraße. Flugseitige Straße. Welteingangstunnel. Ermöglicht den Straßenverkehr, das Flughafengelände zu befahren und zu verlassen. Ah ja. So, wir machen mal hier... Das geht nicht. Also anscheinend, hier fehlt eine Grafik oder normalerweise fahren die dann nicht über die Wiese. Irgendwie ist es komisch. So, betreibe den Betankungsdienst. Aktiviere den Afgas 100LL Auftankservice unter Betrieb und Übersicht. Okay, Operations. Und jetzt können wir Afgas aktivieren. Hier fehlt die Maus jetzt. Hallo? Wo ist meine Maus hin? Da ist meine Maus. Die ist nicht so richtig zu sehen, weil die auch gelb ist. So, tanke 5 Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt auf. Ja gut, jetzt müssen wir warten. Das kann jetzt natürlich ein Weilchen dauern. Und in der Zwischenzeit, da wir ja keine weiteren Bauarbeiter benötigen, würde ich mal sagen, reduzieren wir die mal auf 10 Stück. Zack. Ah ja, wir können maximal 100 Bauarbeiter uns holen. Sehe ich jetzt gerade. Verfügbare sind also jetzt 90. Dadurch dürfte jetzt aber aktuell, dass die Kosten ein bisschen sinken. Und wir haben jetzt hier tatsächlich alle Parkpositionen voll. Da kam auch kurz eine Meldung, dass die irgendwie Geld verdient haben. Das war aber nur sehr kurz zu sehen. Ich hoffe natürlich, dass so Kleinigkeiten dann noch verbessert werden im Spiel. Wir fangen jetzt das erste Mal an, richtig Geld zu verdienen hier. Vorherige Stunde 40.000 minus. Stündlicher Durchschnitt minus 6.500. Und in der gerade eben 253. Es läuft. Wir werden hier Millionär werden. Ist die Kamera immer so ein bisschen, sobald man hier an den Rand kommt. Nö. So, wo ist denn jetzt hier unser Tanklaster? Da ist unser Tanklaster. Der hat jetzt hier die Cessna 182 Skylane aufgetankt. Und die fliegt jetzt nach Lyon, oder was? Ne, nach Vichy. Okay, nach Vichy hätte ich gedacht, Lyon. Aber ja, ein bisschen weiter südlich liegt Vichy, glaube ich, noch. So, damit geht das jetzt hier runter auf 4 oder bleibt das einfach so stehen und ich muss jetzt einfach warten? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach warten. Wir spulen mal ein bisschen vor. Jetzt machen wir schon wieder Minus. Der Grafikstil ist schon relativ eigen, aber eigentlich, ich sag mal, konsequent, simpel gehalten, aber er erfüllt eigentlich alles, was man braucht und das ist eigentlich ziemlich cool. Es muss halt nicht immer irgendwie aufwendige 3D-Grafik sein, sondern am Ende so eine 2D-Ansicht hat halt auch seinen Charme. Natürlich ist das jetzt nicht für jeden, sage ich mal, so das, was man erwartet, aber hey, also ich finde es eigentlich an für sich ganz cool. So 100 minus 187 pro Stunde. So, das nächste Flugzeug fliegt ab, wir machen wieder ein bisschen Plus. Da kommt das nächste direkt auch an. Was ein bisschen unlogisch ist, dass man eine Richtung vorgibt, wo hier gestartet und gelandet wird. Weil normalerweise richten sich ja die Start- und Landerichtungen nach dem Wind. Das ist irgendwie nicht so ganz logisch. Kann man hier noch irgendwas einstellen? Betriebsmodus. Nur Zufall. Ach so. Ah, okay. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Jetzt fährt er tatsächlich auf die andere Seite und startet auf die... Ach so, jetzt. Okay. Ja, verstehe. Man kann also hier sagen, sind die jetzt gerade... Wow, ernsthaft? Sind die jetzt... Okay. Was macht er denn jetzt? Jetzt habe ich was durcheinander gebracht, oder? Ach nee, der ist jetzt hier... Der wollte abfliegen, alles klar.
So, wir müssen immer noch 5 Fahrzeuge betanken oder 5 Flugzeuge, das läuft immer noch. Ah, jetzt haben wir es abgeschlossen. Sehr gut. Baue ein Terminal. Ziehe das Terminalfundament mindestens 20 mal 15. Dafür müssen wir jetzt hier unten auf den Terminal-Modus gehen und dann auf Terminalfundament. 20 mal 15. Das ist jetzt schon deutlich größer. Das ist schon. Wir machen mal 25 mal 20. Oder wir machen es ein bisschen breiter. Wir machen es mal. Ja, komm, wir machen jetzt 5 länger auf jeder Seite. Zack. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder Bauarbeiter, die uns das bauen. So, platziere mindestens eine Bushaltestelle sowie eine PKW-Haltebucht und stelle sicher, dass beide an eine öffentliche Straße angeschlossen sind. Okay, dafür müssen wir jetzt hier hin. Und wir müssen einerseits die Bushaltestelle. Die machen wir mal. Machen wir die ganz am Rand. Das ist jetzt. Das Problem ist jetzt, es ist nicht so ganz erklärt, in was jetzt die beste Position ist. Wir machen die Bushaltestelle mal hier hin. Und eine PKW-Haltebucht. Hier ist ein öffentlicher Parkplatz. PKW-Haltebucht. Bauen wir mal da eine hin. Platziere einen Fußweg, mit dem beide. Mit denen deine Passagiere und die Mitarbeiter zum Terminal gelangen. Jetzt müssen wir erstmal eine Straße bauen dahin. So, Einbahnstraße. Können wir die Richtung ändern? Genau, wir ziehen sie mal hier lang. Hier hoch. Hallo? Warum kann ich die da nicht bauen? Hallo? Oh, 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 okay. Dann versuchen wir das Ganze mal von hier unten mit der Einbahnstraße. Das geht auch nicht. Geht's von hier aus? Nö. Hä? Luftseitige Straße. Ach so, das ist eine. Ach, das ist eine luftseitige Straße. Ich will aber natürlich eine öffentliche Straße. Oder? Ne, hier. Plane deinen Verkehr effizient, indem du deine Straßen als Einbahnstraßen auslegst. Öffentliche Straße, ja. Aber die Einbahnstraße gibt es dann. Das ist ein bisschen strange. Bei der Einbahnstraße gibt es anscheinend keine Unterscheidung in. Gut, wir versuchen es mal. Mit einer öffentlichen Straße. Hä? Ich check's noch nicht so ganz. Aber es dauert eh noch, bis das hier gebaut ist. In der Zwischenzeit. Oh Gott, wir sind bei. Wir haben nicht mehr so viel Geld. Wir brauchen auf jeden Fall wieder ein paar mehr Arbeiter, sonst dauert das jetzt ewig. Kann man das hier auch händisch eingeben? Ne. Okay, wir holen uns wieder 40 Arbeiter. Damit wir jetzt wieder 50 haben. Und dann beschleunigen wir mal die Zeit hier. Da kommen die Arbeiter. Fangen auch direkt an zu arbeiten. Ja, das Fundament dauert jetzt eine Weile. In der Zwischenzeit könnten wir natürlich mal einfach noch eine Parkposition dazu holen. Damit wir einfach ein bisschen mehr Geld verdienen. Weil ich glaube, aktuell ist das Problem einfach Geld. Also wir werden irgendwann in ein Geldproblem kommen. Ach, und hier, das ist dann. Das ist die Einfahrt und das ist dann die Ausfahrt. Die Frage ist jetzt nur, wie funktioniert das mit diesen Einbahnstraßen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Keine Ahnung, was ist, wenn ich sie hier dran setze? Das geht auch nicht. Das geht nicht. Hä? Na gut, wie auch immer. Platziere einen Fußweg, mit dem deine Passagiere und die Mitarbeiter zum Terminal gelangen.
Okay, Fußweg ist dann hier. Ich will jetzt erstmal bitte die Struktur zu Ende bauen. Mir ist es gerade noch nicht so ganz klar, was er jetzt hier von uns will. Zumal das Bauen auch gerade Ewigkeiten dauert. Und das ist ein bisschen strange. Das ist jetzt nicht so ganz erklärt. Wusstest du schon, um ein bestimmtes Objekt zu entfernen, halte Steuerung, während das entsprechende Objekt ausgewählt ist, und klicke mit der linken Maustaste. Okay. Deine Passagiere und Mitarbeiter benötigen Fußwege, um Wege außerhalb des Terminals zurückzulegen. Sie können nicht über Gras gehen. Das ist nur für Bauarbeiter möglich. Achte darauf, dass du Fußwege zwischen den Terminal und den Bushaltestellen oder deiner Halteplätze anlegst. Okay. So, wir sind grob bei der Hälfte des Fundaments. Was ist hier? Ach so, hier fehlt natürlich, so. Wir machen zwischendurch auch mal ein bisschen Geld, aber diese General Aviation Flugzeuge, damit verdient man jetzt nicht allzu viel Geld. Obwohl die Plätze hier permanent ausgelastet sind, also so ist es nicht. Okay, jetzt bauen sie die Mauern, alles klar. Da geht die Action los. So, jetzt muss man natürlich noch warten. Es ist schon wieder Nacht, ey. 2 Uhr irgendwas. Tja. Es besteht halt am Anfang auch viel aus Warten, einfach bis Sachen halt gebaut sind. Und wir verdienen anscheinend immer ein bisschen Geld. Guck mal, wir waren schon mal bei 738.000. Ja, jetzt guck. Jetzt waren wir wieder kurz bei 740. Also wie gesagt, die mit den Flugzeugen, man kann schon ein bisschen Geld verdienen, aber reich wird man davon auf jeden Fall nicht. Auch wenn die Plätze jetzt erstmal gut ausgelastet sind hier. Ja, hier 741, jetzt sind wir wieder kurz hochgegangen. Also, wenn wir jetzt nicht gerade mega viele Strukturen in der nächsten Zeit bauen, dann ist das hier auf jeden Fall machbar. So, da sind die Bauarbeiter fertig mit dem Fundament. Und da ist jetzt auch die Haltestelle und die Straße gebaut. Jetzt können wir nochmal neu versuchen, das Ganze hier mit der Einbahnstraße zu machen. Denn, wie gesagt, ich... Nö, nee, macht er nicht. Muss ich das jetzt... Ich habe keine Ahnung. Nope, das macht er irgendwie nicht. Deswegen müssen wir jetzt die öffentliche Straße mal... Oder... Na, muss man das doppelt ziehen? Nee, das geht nicht doppelt. Ich habe keine Ahnung. So, dann führen wir die mal hier lang. Zack. So, zack. Gut, das war 1 zu viel. So. Gucken, ob das eine gute Idee ist. Ich habe ja schon einen Fußweg. Also, wo will er jetzt den Fußweg hinhaben? Hier ist ja schon ein Fußweg. Na gut, wir bauen mal... Wir bauen mal noch einen Fußweg hin, wenn er das haben will. Wo ist der Fußweg? Der Fußweg ist... Hier. Keine Ahnung, ob das ist... Ah ja, okay. Das reicht schon. Okay, die Zufahrtsstraße wird gebaut. Jetzt brauchen wir... Öffne das Heatmap-Fenster und sieht ja an, wo Passagiere und Angestellte entlang gehen können. Ja, höchstwahrscheinlich auch nirgendwo, oder? So, dafür möchte er, dass wir Heatmap... begehbare Bereiche anzeigen. Ja. Witzig, dass es hier eine Lücke ist. Büros und Dekorationen. Deklariere einen Bereich im Terminal zu einem Personalraum. Er macht das jetzt hier direkt in der Ecke. Okay, dann machen wir das auch mal in die Ecke. So, das heißt, er will hier in das Teil reingehen und jetzt einen Personalraum. Wie groß soll der denn werden? Oh. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Wir machen mal die
Warte mal, das hat mir jetzt nicht gefallen. Können wir die Heatmaps mal ausmachen? Das ist ein bisschen strange. So, Heatmap. Guck mal hier. Machen. Das ist ja total bekloppt. Kann ich das wieder abreißen? Personalraum, Personal. Sicherheitszone, Personalzone. Platziere ein paar Bürotische und Sitzmöglichkeiten im Personalraum. Das machen wir dann auch über Büro. Ah ja, okay. 1, 2, 3, 1. Huch. Kann ich hier wieder wegreißen? Ah ja. So, also nochmal von vorne. Wo war das jetzt hier? Hier. So. Ich hoffe, das ist okay so. Dekoriere dein Terminal, indem du ein paar neue Böden verlegst. Können wir nicht erstmal hier bauen? Und vor allen Dingen... Achso, wir brauchen erstmal noch einen Eingang. Die kommen ja gar nicht rein, oder? Lul. Was zur Hölle? Leute! Fenster! Türen! Wände! Verkaufsautomat! Straßenlaterne! Vielleicht sollten wir erstmal ein paar Türen bauen? Guck mal hier! Zack! Hallo? Warum geht das nicht? Bauen die das jetzt? Also ich glaube, die wollen da rein, aber die können nicht rein. Verkaufsautomat. Ach, hier. Klein, mittel, groß, groß. Genau, hier. Guck mal. Groß. Groß. Hallo? Groß. 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 So. Ist jetzt nicht der gleiche Abstand. Ah, jetzt. Jetzt. Mal gucken, ob es jetzt den Raum da irgendwie... Jetzt bauen sie da ganz fleißig die Tische. Er will jetzt, dass ich den Boden neu verlege. Achso, kann man hier auch Wände reinziehen? Macht er das jetzt selber? Ich meine, wir haben den Bereich ja deklariert. Jetzt stehen die da rum. Aber wir haben... Was passiert denn jetzt? Jetzt latschen sie alle da rein, oder was? Okay, ich würde jetzt gerne den Bereich ja noch abgrenzen mit Wänden. Das hat er mir jetzt irgendwie überhaupt nicht so richtig erklärt. Dafür müssen wir jetzt erstmal... hier noch ein paar Wände hinbauen. So, Terminal. Wände. Ah, guck mal einer an. Jetzt zeigt er mir auch den Bereich an. Zack, zack. Und jetzt muss ich ja sagen... Türen. Klein. Guck mal hier. Da ist ein... okay. Zack, wir machen die da weg. Das ist ein bisschen tricky, muss man sagen, weil das Spiel, das Tutorial einem auch nicht alles erklärt. Ich würde gerne hier eine kleine Tür hinbauen. So, zack, zack, zack und zack. So, gut. Damit das ein bisschen abgegrenzt ist. Und jetzt will er ja natürlich, dass wir hier Böden verlegen. Das heißt, er will hier einen schönen blauen Fußboden haben. Kriegt er auch. Zack, so. Verschönere dein Terminal mit ein paar hübschen Pflanzen. Leute, können wir nicht uns erstmal auf das Wesentliche konzentrieren? Das ist ein bisschen bekloppt, was wir jetzt gerade machen. Hier sind Pflanzen. So, die kriegen da eine Pflanze rein. Fertig. So, erhalte eine kommerzielle Lizenz. Stelle mindestens 2 Administratoren ein. Diese werden an Forschung und Entwicklungsprojekten arbeiten und neue Objekte sowie Systeme freischalten. Öffne Mitarbeiter, Bewerber. Gut, bevor wir das machen, entlassen wir aber erstmal noch ein paar Bauarbeiter. Wir brauchen aktuell nicht so viele. Die kosten uns einfach nur sehr, sehr viel Geld. So, die können wir dann immer uns wiederholen. So, dann will er, dass wir bei Personal reingehen. Bewerber.
Und jetzt möchte er, dass wir zwei Administratoren einstellen. Wusstest du schon? Stelle sicher, dass alle Verwaltungsmitarbeiter einen Schreibtisch zum Arbeiten haben. Du kannst festlegen, welche Gruppe von Angestellten welchen Personalraum nutzen dürfen. Angestellte haben Bedürfnisse und arbeiten besser, wenn sie glücklich sind. Baue Toiletten und Sitzplätze in der Nähe von Personalräumen, um sicherzugeben, dass die Angestellten erleichtert und ausgeruht sind. Okay, also Administrator, Gehaltsvorstellung 10 Euro pro Stunde. Okay, der ist aber eher so nicht so geil. Der hier ist schon ein bisschen besser. Was steht jetzt hier? Fähigkeit. Die Fähigkeit eines Angestellten bestimmen, wie gut er seine Aufgaben erledigt. Je besser die Fähigkeit, Fähigkeiten sind, desto schneller und besser erledigt er seine Aufgaben. Fähigere Angestellte verlangen in der Regel ein höheres Gehalt. Ja, wow. Gut, dann machen wir einen guten Kompromiss. Hier, er hier, ach, guck mal hier. Senior Financial Officer. Dann würde man sagen, stellen wir ihn ein. Und wir stellen... Oh Gott, ist der scheiße. 5 Euro pro Stunde. Und wir stellen ihn ein. Sebastian Schmidt. So. Starte das Projekt Lizenz für kommerziellen Flugbetrieb in der Registerkarte Forschung und Entwicklung. So. Operations. Also hier. Und dann will er... Nee, Quatsch. Operations hier bei Betrieb natürlich. Forschung und Entwicklung, F&E. Und jetzt möchte er Click to Start, um ein neues Projekt zu starten. Und er möchte jetzt die kommerzielle Lizenz. Okay, schaltet frei. Kommerzielle Airline-Verträge, kommerzielle Start- und Landebahn und Parkpositionen, Check-In-Schalter, Sicherheitskontrollen, Sicherheitsausgang, alles klar. Also, Projekt starten. Zack, wir setzen unsere Unterschrift runter und müssen jetzt da noch zwei unserer... Ja. Leute draufsetzen und jetzt heißt es wie immer warten. Aber, liebe Freunde, die Folge ist schon wieder vorbei für heute. Ich würde sagen, wir machen also beim nächsten Mal dann mit der kommerziellen Luftfahrt weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu Steam. Das Spiel kostet, glaube ich, 22 Euro oder sowas in den Dreh. Mein Dank geht raus an meine Unterstützer, an meine großen Unterstützer, namentlich genannt Kudö, Irendal und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.